Freunde der Sonne, es ist soweit. Wir haben unseren ersten Stargast in diese Schule eingeladen. Wir haben einen Batzen Geld bezahlt, dass sie heute kommt, aber sie ist gekommen. Sie ist eine Schauspielerin. Sie ist eine Schauspielerin. Kennt ihr sie? Schreibt mal in die Kommis, wer ist es? Machen Sie sich bereit für Trommelwirbel. Genau! Danke! Ah, unser erster Stargast. Ich fühle mich an der erste Stargast von Pink Peacock Productions in einem Video zu sein. Gut, ich freue mich. Man muss sagen, die Simone ist ja schon Team. Ja, die kennt ja schon in die Pink Peacock Familie. Nämlich zum einen hat die Simone schon hinter den Kulissen bei unserem Theaterstück Die Alien-Propheten mitgearbeitet. Gibt es euch unbedingt. Aber das, was noch viel wichtiger ist, die Simone ist, hat die Hauptrolle in einer sehr, sehr, sehr frühen Produktion von mir selber gespielt. Irgendwie habe ich mir den Himmel anders Ganz genau. Ich muss ehrlich sagen, hast du gut gespielt. Ich finde auch. Da schon, mega. Ja. Der Film wird es nicht in die Öffentlichkeit schaffen. Das liegt nicht an dir, das liegt am Film. Unterschreibt eine Petition, dass er veröffentlicht wird. Nein, unterschreibt nicht. Sonst hast du nicht wirklich was mit Film zu tun, oder? Absolut gar nicht. Ich studiere nämlich Gesundheits- und Krankenpfleger. Lebensretterin! Sehr wichtig, sehr wichtig. Fast genauso wichtig wie Film. Weiter geht's. Wir haben uns heute hier versammelt. Warum haben wir uns heute nochmal versammelt? Tintenkamello! Wir haben uns heute hier versammelt. Weil wir der Simone heute Bilder zeigen von Filmequipment und sie soll raten, um was es sich denn da bitte schön handelt. Genau. Das sind ja ziemlich kryptische Sachen, die da bei unserem Set herumstehen. Kryptisch. Wie gefällt dir das Studio? Sehr toll. Ich hoffe, das Licht ist heute auf meiner Seite. In diesem Studio, das wissen unsere Zuschauer bereits, dass diese Situation echt schlimm ist und wir daran arbeiten. Wir arbeiten eigentlich nicht daran. Nicht aktiv. Es juckt uns absolut nicht aktiv. Spaß! Der nächste Stargast. Wir arbeiten nachtaktiv dran. Gut beleuchtet. Wir schauen immer darauf, dass unsere Stargäste gut beleuchtet. Panda-Augen, Leute! Bitte cuttet diesen Witz raus. Welchen Witz? Wir arbeiten nachtaktiv dran. Ich beginne. Und ich zeige dir das erste Objekt. Mhm, gut. Vielleicht identifiziert sie es nicht als Objekt. Ich verstehe das nicht. Objekto Nummer uno. Weil du das jetzt so gesagt hast, ist es vielleicht ein Kameraobjektiv. Nein. Aber es ist auf jeden Fall irgendwas zum Aufnehmen, weil da Rack draufsteht. Du kannst damit nichts filmen. Man kann ein Signal senden, dass du irgendwas aufnimmst, ja? Naja, wenn das... Und vielleicht ist es auch so ein Lichtstrahl. Ja. Also man kann diesen Deckel runternehmen und dann... Ein Lichtstrahl? Das geht schon in die richtige Richtung, ja? Nein, Spaß. Was? Das kann man auch wieder irgendwo drauf geben. Ja. Wegen dem Loch. Mit was hängt das Teil denn zusammen? Mit Licht. Wenn der Rack steht. Mit der Kamera. Richtig. Das ist die Funkschärfe. Das heißt, du befestigst das an dem Objektiv, wo man schärfen kann. Ja. Und das verbindet sich wireless und du kannst hier eben. Also das hat schon so irgendwas drehen. Mit dem Objektiv zu tun. Es hat schon irgendwas. Ja. Also war das mein erster Ding gar nicht so schlecht. Das ist dein Objektiv. Das ist ja. Du kriegst keinen Punkt. Du kriegst es einen geht halben. In die Richtung. Du kriegst einen halben. Wofür? Ich weiß nicht, wofür Mitleidspunkt. Ein halber Mitleidspunkt. Dieser. Da willst du die Kamera drauf gedingst und dann kann man das da so rotieren, ohne dass man. Also du hältst das da unten fest und dann... Ja! Ein Demo! Jetzt kommt's. My personal favorite. Jetzt. Hallo! Ein Ei. Für mich erinnert das, obwohl ich absolut keine Ahnung habe von Pokémon. Total Pokémon. Ja, schaut aus wie so ein Pokémon-Kreis. Ja. Aber irgendwie schaut es ein bisschen aus wie so ein Schaumstoff-Ding. Steckt mal da was rein. Man kann es wo drauf geben, ja? Wo denn? Auf die Kamera, auf ein Objektiv. So, ein Schutz. Licht? Auf das Objektiv drauf? Nein. So. Nein. Aber Kamera ist gut. Kamera ist gute Richtung. Warum ist denn ein Loch drin? Was glaubst du, kann man mit diesem Loch machen? Ja, da kommt die Linse durch. Aber warum wäre denn dein Loch... Das wäre so ein Hut! Das wäre so... Ja! Aber warum hätte denn die Linse seinen Schaumstoffhut auf? Weiß ich nicht. Vielleicht ist der Linse kalt, ich weiß nicht. Schön aussieht. Da, ich hab ab... Ich stehe... Weiß ich nicht. Also das ist ein Klodeckel. Jetzt ernsthaft? Nein! Wer setzt sich denn da drauf? Das ist ja ekelhaft. Schau mal, was ein Schaumstoff-Klo, da glaubst du. Nee. Da
Das ist ein Augenleder, das kannst du dir so machen, wenn du so durchschaust durch dass du da den Viewfinder. Genau, und dass du keine Augenentzündung kriegst, actually. Weil das es schauen ja viele Leute drauf. Ja, ja. Und deswegen kauft man sich immer ein eigenes Augenleder. Prevent Augenentzündung. Genau. Jetzt in ihrer Apotheke. Man soll es auf jeden Fall nicht in den Müll werfen. Hat es irgendwas mit Tonaufnahmen zu tun? Nein. Nein, nicht wirklich. Absolut voll daneben. Und mit Licht? Auch nicht? Eher nicht. Aber das kann man so, was ich entnehme, irgendwo draufschieben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ist auf der Vorderseite so, jetzt so blöd klingt, so wie im Fernsehen, so ein Bildschirm, wo man so zum Beispiel einen Text bei Nachrichten, also der Moderator liest das so ab. Nein. Wie groß denkst du, ist das Ding? So? Das ist die perfekte Größe. Oh, so klein? Ja. Moi. Warum denkst du, darfst du nicht in den Müll schmeißen? Was gibt's denn für Sachen, die man in den Müll schmeißen kann? Ja, also? Eine Batterie. Ein Akku. Ein Akku. Ein fetter Akku. Ein fetter Akku. So groß? Ja. Diese. Oh Gott. Gut, das ist auch wieder irgendein Verlängerungsteil, was man damit verbinden kann. Mhm. Aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, was man mit so einer Stange macht. Also diese? Eine dieser längeren Stangen, wie groß glaubst du, sind die? So, von der Franzi bis zu dir. Moin! Ist es richtig lang? Es ist, nein. Ganz es klein? Ist so. Was macht man denn mit solchen Stangen? Man hängt doch nichts auf, oder? Nein. Oder so als Halterung? Man ja, benutzt es, um die Halterung aufzubauen. Genau. Und man benutzt es, um zum Beispiel das erste Bild von der Funkschärfe, dieses eine, was man so ans Objektiv gibt, das gibst du auch da drauf, damit das alles zusammenhält. Okay. Genau, also... Ich dachte, das ist so eine richtig lange Stange. Yes. Ja, ich weiß. Schon, ja. Diese, hallo. Das schaut für mich echt aus. Wieso kennt sie das, wenn man so ein Gürtel... so ein Loch reinmachen muss. Aber ich würde trotzdem sagen, dass man da was einklemmt. Was möchte ich denn da so einklemmen, dass es voll fix ist? Also ich weiß jetzt nicht, eine Kamera würde ich da nicht einklemmen. Gut, so. Ich danke dir. Wie groß ist die Klammer mal? Kleiner. Ein bisschen, aber so, ja. So? Ja. Wo kann man das denn draufschreiben? Auch wieder auf so einen... Hab mir den Namen nicht gemerkt. So ein Stativ, gell? Ja. Genau, ein Stativ, ja. Klemme ich da so ein Flag oder sowas ein? Oder das andere? Würde ich nicht machen. Auch nicht? Das Flag nicht, das aber andere das andere? Schon. Das weiße? Ja, das weiße. Die Rahmen kannst du einklemmen. Den klemme ich ein, damit es vor dem Licht ist. Genau. Bravo. Hey, wie cool. Zum krönenden Abschluss. Also, es schaut definitiv nicht so aus wie etwas, was man in dem Bereich Film benutzen würde. Das ist irgend so eine Schlaufe. Da würde ich mir denken, gut, das hänge ich mir irgendwo an meinem Körper. Vielleicht so wie eine Tasche irgendwie, was wisst ihr? Mhm. Oder es ist eher was Kleineres, was du so ums Handgelenk geben kannst. Für ein Armband? Ja, quasi so wie, als würdest du, damit dir nichts runterfällt, was du da auch hast. Mhm. Aber ich verstehe das Holzteil nicht. Braucht ihr das wirklich oder kann man da was anderes reingeben? Ein Holzteil? Also du brauchst einfach dieses Teil. Nicht genau. Aber das. Warum? Du brauchst halt so ein fetteres Teil. Mit dieser Form? Oder ist es nur ein Gewicht? Holz ist ja nicht schwer. Also das ist ja in Wirklichkeit einfach nur ein Gummiringer, mit dem du Sachen befestigen kannst. Irgendwas. Dieses Teil ist einfach, dass du es einfach so zuknüpfen dieses kannst. Dieses Disappointment. Die Handtasche, das ist mein Favorite. Aber du hast dich echt gut geschlagen. Bravo. Der Applaus. Danke. Jetzt schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Ja, okay. Ah, ich weiß, was das ist. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich weiß, was es macht. Ich weiß auch, was das ist. Das habe ich schon öfter bekommen. Auf der Finger. Auf der Finger? Wow, das Gerät ist grausig. Warum? Es tut nicht weh. Ja, es ist grausig. Warum ist es grausig? Messt es nicht irgendwie so ein Sauerstoffgehalt oder Sauerstoffsättigung, so? Ja. Du kriegst einfach so einen Pieks am Finger? Nein. Das ist ein Zuckergerät. Das ist ein Zuckergerät. Das ist aber kein Zuckergerät. Also, was ist dann? Das ist nur Sauerstoff. Für die Sauerstoffsättigung. Das kannst du am Finger geben, aber auch auf die Zehen oder sowas. Das ist misst den Sauerstoff. Ich habe noch nie das gemessen bekommen. Vielleicht soll ich das mal. Vielleicht fehlt es mir an Sauerstoff. So. Das ist Revenge für vorher. Arschdusche. Ja. Das ist eine Po-Dusche. Ja, ja. Sicher. Ist es eine Analdusche? Es muss eine sein. Ist es? Ja, es ist. Mann! Also es ist viel zu gut. Vor allem bei Verstopfung. Kriegst du es. Und dann kriegst du einen Einlauf? Einen Einlauf, ja. Wenn es gar nicht mehr hilft, dann kriegst du es hinten rein. Mit Flüssigkeit. Und dann musst du die Puppe zusammenzwicken. Und dann etwas so circa 15, 20 Minuten am besten drin lassen und dann. Im besten Fall hast du nachher keine Verstopfung mehr, sondern es geht flutsch.
So Leute, wir haben heute was gelernt. Und mit diesen Worten beenden wir dieses Video. Simone, Sie Gratulation. Hat sich so gut geschlagen. Wer weiß, wann die das nächste Mal da sein wird. Und deswegen, Simone, wir sagen erstmal auf Wiedersehen. Ganz wichtig, nicht zu vergessen, einen Daumen hoch zu geben. Am besten wären natürlich zwei. Schreibt einen Kommentar und lasst ein Abo da.